Und diese Initiative ist eben auch eine Missgeburt solchen Umfragedenkens. Nämlich ein zynisches Spielen mit erfragten Sorgen, welche die Menschen wirklich plagen. Zum Beispiel Terrorismus oder die Stellung der Frau im Islam. Aber es wird dann eine Forderung aufgestellt, die mit diesen Sorgen nicht das Geringste zu tun hat, nämlich der Bau von Minaretten. Der Bau von Minaretten war nie ein Problem bei uns. Hingegen kann ein Verbot zu gravierenden Problemen führen. Und deswegen ist diese Initiative populistisch und sie hascht verantwortungslos nach einem kurzfristigen Effekt für die Initianten auf Kosten unseres ganzen Landes. Und so geteilter Meinung wir beim Plakatverbot sein können, so eindeutig ist unsere Haltung zur Initiative selber. Sie ist ganz und gar hetzerisch und unschweizerisch. Sie diskriminiert Menschen, die in Frieden hier mit uns leben, und sie diskriminiert uns alle im Ausland, da dort diese Aktionen kurzerhand als die Haltung der Schweiz dargestellt werden. Und deswegen gibt es für zivilisierte Menschen nur eines, ein Nein zu dieser Minarett-Initiative.